Hallo, nach einer missglückten Dead Rising 2 Serie habe ich mir gedacht, gucke ich mir doch mal den Baum des Todes in Darksiders an. So verlief die Reise bislang. Der Fürst des Schwarzen Steins ist verschwunden. Sein Lächeln, ein Versprechen, dass noch mehr kommt. Findest du die Kraft, um das dritte Königreich wiederherzustellen? Oder werden deine Brüder auftauchen? Wenn ich mich noch gegen meine Brüder wehren müsste, dann hätte das ganze Spiel ja kein gutes Ende. Mein Inventar war ja soweit, ja, sieht gut aus. Bereinigt. Also kann ich mich ja hier gleich in den Baum des Todes hineinstürzen. Es gäbe zwar in den anderen Welten, gerade in der ersten, noch ein paar Sachen, die ich mit diesem Spiegelding holen könnte. Sphärenwandler. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Die Wurzeln des Verderbens, 10 Gamer Scores. Öffnen Sie den Quell der Quellen. Quell der Seelen, sorry. Da sollte ich, glaube ich, nicht runterjumpen. Ein Stein liegt hier auch nicht rum, deswegen habe ich gerade geguckt. Oh, es leuchtet, mein Brustmal. Hast du dich jemals gefragt, Tod, warum du unberührt bleibst, während alle anderen vergehen und in die Fänge des Verderbens geraten? Könnte es sein, dass du bereits von der Sünde des Verrats verfinstert bist? Wie kannst du das besiegen, was in deinem eigenen Herzen gedeiht? Du kannst mich nicht aufhalten, ohne deine Seele für immer zu verdammen. Das wollen wir ja mal sehen. Oh, großes Schwert. Dann soll es so sein. Überall der Schrecken. Du musst geläutert werden. Auch ein Zorn. Nicht genug Zorn. Ich dachte schon, ich hab's abgekriegt. Jetzt aber. Aua! Miese Taktik. Drücken konnte ich aber gerade nicht. Komm hoch mit dir, Jungchen. Da habe ich den Süden gemacht. Das tut jetzt gar nichts mehr. Aua, eine riesige Fläche. Jetzt weiter versuchen. Ah, der hat diesmal getroffen. Jetzt ist er wieder klein. Jetzt ist er wieder verwundbar. Nee, doch nicht. Oh. Die verfolgen mich. Na, ich muss gleich einen Trank nehmen. Ich will aber nicht. Au! Da könnte ich mich jetzt nicht mal gegen wehren. Jetzt aber. Ich denke, ich bin fix. Du bist schwach geworden, Bruder. Ich brauche mehr Zorn. Der kontert einfach.
Dabei war ich in der Luft. Das ist ja gemein. Oh oh. Ich kann nichts machen. Das tut weh. Oder ist das eine K.O.-Attacke? Ganz knapp überlebt. Geschafft. Noch mal nicht. Ich dachte, jetzt dreht er sich hin, um auf den Boden zu fallen. Jetzt. Arm ab. Das ist ja gemein. Autsch. Zweiter Arm ab. Na, noch nicht ganz, aber so ziemlich. Nimmt doch von all seinen Waffen Gebrauch. Nimm wieder meine Hand, Bruder. Mhm. Wer weiß, was der damit gemacht hätte. 20 Gamer Score, der große Boss. Spiel auf beliebigen Schwierigkeitsstufe schaffen. Ach, das war's. Achso, nee. Auf normal geschafft. Oh nee, das sind drei Scores. Drei. Avatar-Auszeichnung. Mann. So, hier geht's los. Öffnen Sie den Quell, das hatten wir. Besiegen Sie Absalom, der große Boss, 20 Gamma-Score. Für 90 Gamma-Score auf normal durchgespielt und für 30 generell fürs Durchspielen. Mit Spaziergang im Dämonenpark. Okay. Jetzt werde ich selbst zum Verderben. Ich habe Absalom getötet. Das Verderben aufgehalten. Ich stehe endlich am Quell der Seelen und weiß nicht, was ich als nächstes tun muss. Es ist ganz die einfach. Die Menschheiten. Trotzdem äußerst schwierig. Ich bin nicht in Stimmung für Rätsel, kein Vater. Du kannst die Macht des Quells anzapfen, um zum Reich der Menschen zu gehen. Oder die Nephilim wieder auferstehen lassen. Doch die Entscheidung für das eine verdammt das andere auf ewig. Mein Bruder Krieg. Ich würde ihn vor allem beschützen. Damit die Menschheit zurückkehren kann, erfordert es ein Opfer. Die Nephilim. Dem Tod. Und die Saat der Menschheit war wieder ausgesät. Doch Tods Reise war noch nicht beendet. Auf der erschütterten Erde hatte sein Bruder Krieg den Zerstörer erschlagen. Du wirst gejagt werden. Die Weiße Stadt bestimmt. Der Rat. Und es werden andere da sein. Willst du diesen Krieg alleine führen? Nein. Nicht allein. Krieg hatte das siebte Siegel gebrochen und so die Reiter der Apokalypse zusammengerufen. Und die Anzahl der Reiter sei auf ewig 4. Okay, damit ist tatsächlich Darksiders 2 fertig. Ich überspringe das mal. Albtraummodus freigeschaltet.
Möchtest du ein neues Spiel Plus beginnen? Dies wird Ihnen wird Ihren Speicherstand überschreiben, um noch verbleibende Nebenaufgaben zu vervollständigen. Wählen Sie Nein und kehren Sie zu Ihrem letzten Speicherstand zurück. Dann müsste ich den Bosskampf nochmal machen. Das mache ich mal. Es gibt ja auch noch andere Sachen, die man machen kann. Also wir haben ja klar, wir haben noch den Seelenlenker. Und halt noch so ein paar kleinere Nebenquests, die offen sind.